Dass Kultur längst nicht nur was für Erwachsene ist, beweist das Kinderkulturfestival jedes Jahr aufs Neue. Zum mittlerweile 18. Mal öffnet man jungen Besuchern die Tore. Wie im letzten Jahr wird der Duisburger Innenhafen zur Spielwiese für kleine und große Forscher. Zahlreiche Ausstellungen und Attraktionen sorgen für Spaß und Spannung. Es gibt wie jedes Jahr eine große Mitmachausstellung zum Thema Physik. Das ist die Physik Phänomenal, heißt es. Das sind circa 20 Exponate zum Ausprobieren zum Thema Physik, viel mit Optik zu tun, mit Mechanik. Dann haben wir jeden Tag Theater, vormittags für die Kindergarten- und Schulgruppen, nachmittags fürs freie Publikum. Wir haben jeden Tag Märchenerzählerinnen bzw. ein bisschen Literatur und Vorlesekino mit der Stadtbücherei. Es gibt Spielsachen zum Ausprobieren und am Wochenende haben wir ein großes Familienprogramm, noch jetzt am letzten Wochenende. Dann kommen nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten. Zwar richten sich die meisten Angebote an die jüngeren Besucher, doch das Festival soll ein Spaß für die ganze Familie sein. Das Festival richtet sich für Kinder ab 4. Eigentlich ist es ausgerichtet von 0 bis 99. So, also die Ausstellung ist ab 4. Die meisten Theater sind auch so ab 4, 5. Am Wochenende können eigentlich alle kommen, auch Eltern, Erwachsene, Großeltern. Also eigentlich richtet sich ja fast an jeden. Eine Brücke bauen ohne Nägel und Schrauben oder die Impulswirkung eines Kugelstoßpendels erfahren. Dass Physik auch Spaß machen kann, beweist die Mitmachausstellung Physik Phänomenal. An mehreren Stationen können Kinder eine spannende Entdeckungsreise durchleben. Lerneffekte sind dabei durchaus erwünscht und vorgesehen. Der Spaß der Kinder steht für die Veranstalter aber natürlich im Vordergrund. Der Lerneffekt, der ergibt sich quasi als netter Nebeneffekt, dass die Kinder auch ein bisschen was lernen können. Man lernt ja auch bei der Kultur immer ein bisschen was. Aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel ist, dass die Kinder ausprobieren sollen. Sowohl hier die Ausstellung als auch die Möglichkeit zu haben, Kultur auszuprobieren. Das ist eigentlich das primäre Ziel. Dass man dabei Erfolg hat, beweisen die vielen lachenden Kindergesichter. Noch bis zum 24. Mai können Jung und Alt in den Genuss des facettenreichen Programms des Kinderkulturfestivals kommen. Oh.